Hallöchen, ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir. Ja, ich würde euch ganz gerne was zeigen. Und zwar hatte ich ein bisschen was von die das kleine Schnäppchenbett bestellt. Und das zeige ich euch jetzt mal. Ist nicht viel, ist nur eine Handvoll, aber ich zeige euch auch noch so drei, vier Teile von Elas Bastel Shop. Die hatte auch noch so ein paar Schnäppchen rausgehauen und da hatte ich dann auch noch mal zugegriffen. Und zwar lege ich das mal kurz beiseite. Und wir fangen ganz spontan und Fixi Foxy an hier, und zwar 20 Stück kleine Minischleifen in rosa. Simply Creative. Ja, die fand ich ganz nice, die fand ich ganz süß. Kann man immer mal gebrauchen. Ja, die durften mit. Dann habe ich auch noch einmal doppelseitiges Klebeband. Ganz, ganz schmal, weil so dürre oder beziehungsweise so dünne hatte ich es jetzt nicht gehabt zu Hause. Ich habe da mehr so die 6 mm, 9 oder 12 Variante. Das ist jetzt hier das ganz schmale. Ja, das durfte einmal mit. Dann habe ich hier, da habe ich mich sehr drüber gefreut, dass ich die bekommen habe. Und zwar diese Stanzschablone. Wie ihr sehen könnt, hier dieses kleine Pocket, dieses kleine Täschchenlein für Schokolade, für diese Riegels. Und ja, finde ich super. Freue ich mich richtig drüber. Bin sehr gespannt. Da wird es auch noch ein Video zu geben. Und ja, wie gesagt, von Studio Life. Und hier könnt ihr noch mal sehen, wie das dann, sagen wir mal so als Beispiel, aussehen mal. Muss man ja nicht, man kann ja auch andere kleine Riegels da reintun. Aber so in etwa. Natürlich kann man jedes Papier nehmen, was man möchte, oder gestalten, wie man möchte. Das ist ja nur so ein Beispiel, aber so sieht das dann aus von der Verpackung her. Und ja, darüber freue ich mich sehr. Ja, die durfte auf einmal mit, also beziehungsweise die durfte einmal mit. Und hier, dies mit den Blumen finde ich ganz, ganz toll, dass das auch nochmal dabei ist. Ja, da wird es auf jeden Fall ein Video zu geben. So, dann diese hier einmal, diese Mint-Pastillen. Du bist eine der Guten. Da werde ich auf jeden Fall ja, immer mal was, wenn ich mal wieder eine Tauschpost habe, was dazugeben. So als kleines, ja, einfach nur so ein kleines Mitbringsel, beziehungsweise so ein kleines Mitgipsel, ne, in so einer Tauschpost. Kann nicht schaden. 4 Stück. Wie viel sind da immer drin? Ich muss jetzt mal gucken. Da sind 14 Gramm drin. Jo, bin ich mal gespannt. So, jetzt kommt zum Papier. Und da ist einiges. So, da fangen wir mal an. 2 Stück von dem hier. Und zwar von Graphic 45 oder Graphic 45. Weiß nicht, wie man es aussprechen mag. Das ist die Dreamland Collection. Und ich sage mal, die spricht für sich, das Papier spricht für sich. Diese Kollektion ist wirklich toll und es ist ja wunderschön. Ich drehe das einmal um und dann sieht das dementsprechend so aus. Dreamer of Dreams steht dann drauf. Ganz, ganz toll. Und wie gesagt, wirklich tolles Designerpapier, wirklich tolle Motive. Kann man nicht meckern. So, dann habe ich natürlich auch 2-mal von diesen hier. So. Das ist natürlich auch wieder von Graphic 45. Und ebenfalls die Dreamland Collection. Hier mit den Meerjungfrauen drauf. Ja. Finde ich sehr, sehr schön. Hier einmal ein bisschen ja, mit Punkten und so drauf, ein bisschen anders gestaltet. Hier dann eher so das grobe Motiv. Finde ich aber total bezaubernd, total schön. Also ich sage mal, da kann man wirklich wunderschönes Album von machen. Oder auch Karten. Also ist, eigentlich kannst du alles daraus machen, ne, wenn man eine super tolle Idee hat, um Gottes Willen. So, dann kommen wir natürlich zu meinem Highlight, was Papier angeht. Und tada! Ja, wie sollte es anders sein? Harry Potter. Ich bin ja auch ein Harry Potter-Fan. Ich gucke ja auch gerne die Filme. Ich habe auch die Bücher. Also, warum nicht auch das Papier? Also, von daher, das muss sein. Das geht gar nicht anders. Wie ihr sehen könnt,
hier in Schwarz-Weiß gehalten. Das ist hier von Paperhouse. Und die Rückseite ist dann mit der Brille und dem Blitz. Wie gesagt, hier weiß und schwarz und hier schwarz-weiß. Hier haben wir die Eule, den sprechenden Hut, den Zauberstab und dann halt die Harry Potter Schrift und so weiter. Also von daher, ja, das schreit definitiv nach einem Harry Potter Album. Aber es geht natürlich noch weiter. Es ist ja nicht so, als wäre das schon vorbei, ne? Keine falschen Gedanken hier. Dann habe ich einmal dieses hier, auch von Paperhouse. Wenn man möchte, kann man dann dementsprechend dieses hier dann ausschneiden und dann schön platzieren im Mini-Album. Oder auch das, was man dann gerade bastelt. Und vielleicht benötigt man es dann ja. Hier Hogwarts Express oder hier das Zeichen, hier der Schnatz, beziehungsweise hier steht noch I open at the close. Hier oder Quidditch. Oder hier auch Hogwarts is my home. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und hier aber dann nochmal Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin und Gryffindor. Und jetzt einmal hier umgedreht haben wir dann dieses Motiv. Deswegen habe ich auch zweimal genommen, falls ich mal eine die Seite haben möchte und bei den anderen nur die Karten möchte. Und das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ja, da lässt sich auf jeden Fall einiges rauswerkeln. Also da sind ja keine Grenzen gesetzt. Da kann man ja sich austoben, wie man mag. Und ich würde nicht Harry Potter Fan sein und auch nicht Melanie heißen, wenn es nicht noch weitergehen würde. Ich bin echt papierverrückt, Leute. Aber das wisst ihr ja. Und zwar einmal, beziehungsweise zweimal von diesem hier. Ebenfalls von Paperhouse. Und ja, spricht für sich. Ne? Mehr brauche ich da nicht sagen. Mehr muss man dazu auch nicht sagen. Also, Harry Potter Fan lässt grüßen. Und ja, wirklich toll. Wirklich wunderbar. Und die Rückseite dann so. Sehr, sehr ruhig gehalten. Eher so in dem dunklen Ton. Man sieht zwar noch so, wenn man es richtig da so hält. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. So leichte, minimale, also Motive da drin. Und auch hier die Fußspuren. Wenn man das sehen kann, ich hoffe. Aber es ist einfach wunder, wunderschön. Ja, das zu dem. Und dann habe ich natürlich, wie sollte es anders sein? Das muss ja aufs Cover praktisch gesehen. Das muss ja die Titelseite ever sein. Ja, ne, das musste natürlich auch mit. Also ganz klarer Fall. Ja, Hogwarts, ne? Also das muss sein. Ja, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und auch da habe ich zweimal mitgenommen. Wie gesagt, Vorderseite dann dementsprechend so und die Rückseite haben wir dann einmal so. Ja, je nachdem, was man dann möchte oder welche Seite man benötigt und für was es natürlich dann auch sein soll. Ne? Aber das schreit, wie gesagt, nach einem Mini-Album. Das wird auch kommen. Das mache ich auch. Ja, das war zu diesen Sachen. Dann habe ich ja noch gesagt, habe ich noch eine Kleinigkeit bei Enas Bastelshop. Das waren so ein paar Schnäppchen, die sie noch rausgehauen hat. Da habe ich einmal dieses hier ergattert. Diese Clears und Dyes. Hier mit Dreams, Smile, Love. Und dann hier die Sprechblase. Und dementsprechend haben wir denn hier die Stanzschablonen. Ja, dann durfte das einmal sein. Dann habe ich einmal hier die Metallcharms. Die 8 Stück. Die durften auch mit. Jo, und dann habe ich noch diese hier. Ach, andere Seite. Und zwar hier Schmetterlinge, Blumen, dann hier mit Lovely oder hier To und From oder Joy. 25 Stück. Diese Chipboard-Stickers. Ja, von Prima Marketing. Die durften auch einmal mit. Mal gucken, ja, wo die sich so hin platzieren werden, wo ich die einsetzen werde. Das weiß ich noch nicht. So habe ich mir noch nicht so die Gedanken gemacht, aber ich fand sie ganz schön. Ja, und dann, ja, normalerweise
haben mich jetzt solches Clear Stems nicht so angesprochen. Aber nachdem ich dann doch die hier gesehen habe mit diesen Dinosauriern drin, musste ich sofort an meinen kleinen Sohn denken. Und dann hat es mich irgendwie gepackt und dann habe ich gedacht, okay, die müssen sein, die brauche ich, die kaufe ich mir. Und das war dann halt auch so. Und zwar von My Favorite Things. Da haben wir, was haben wir denn hier? Delightful Dinosaurs. Oder wie es auch immer ausgesprochen wird, halt Dinosaurier. Und ja, da kann man tolle Einladungskarten mitmachen. Oder auch andere tolle Karten verschicken. Da, wo halt Dinosaurier-Fans sind. Ja, da kann man auch ja, einige mit glücklich machen. Oder, wie gesagt, auch ein tolles Dinosaurier-Album. Also egal, da kann man auch eine tolle Explosionsbox mitmachen und dann die Dinosaurier da rausgucken lassen. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten. Also man kann ja basteln bis zum Umfallen. Also es gibt ja immer wieder was Neues oder immer wieder neue Ideen oder man kann sie umwandeln oder. Und wenn man dann noch so schön koloriert und die schön in Szene setzt oder selbst auch wenn man eine Dinosaurierparty macht im Geburtstag, die kann man ja überall schön am Strohhalm befestigen. Dann so als Dekoration oder sonst was. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Ja, das war es dann auch schon. Das waren die Kleinigkeiten, die ich euch zeigen wollte. Aber ganz glücklich bin ich wirklich darüber, ja, über das Papier. Und ja, das ist so das Highlight. Und natürlich auch die Stanzschablonen hier. Ja, wie gesagt, das war's schon wieder. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr seid gesund und munter. Ja, ich würde sagen, passt auf euch auf und ja, haltet mir die Ohren steif und haltet mir die Treue. Darüber würde ich mich sehr freuen. Auch über einen Daumen nach oben natürlich. Und vielleicht lässt ihr auch ein Abo da. Das würde mich natürlich auch sehr, sehr freuen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut, eure Melli. Ciao, ciao.